Am Nachthimmel erscheint der Mond. Unser Trabant entstand selbst erst bei einem kosmischen Crash. Nach dieser Theorie geriet vor rund 4,5 Milliarden Jahren ein kleinerer Körper, genannt Theia, auf Kollisionskurs mit der jungen Erde. Das Material, das ins All geschleudert wurde, war der Baustoff für einen neuen Himmelskörper. Auch die Erde wurde während ihrer Frühzeit von zahllosen Meteoriten getroffen. Mit diesen gelangten seltene Metalle wie Gold, Platin oder Iridium auf unseren Planeten. Seither haben Geschosse aus dem All immer wieder Spuren auf unserem Planeten hinterlassen. Doch auf der Erde gibt es überraschend wenige Impaktkrater. Weltweit sind kaum mehr als 180 Treffer bestätigt. Einerseits bedecken die Ozeane fast drei Viertel der Erde. Andererseits radieren Wetter, Wind und Wasser Meteoritenkrater mit der Zeit aus. Auch der rote Planet wird immer wieder von Meteoriten getroffen. Dabei können Trümmer seiner Anziehungskraft entkommen. Und manche gelangen bis zur Erde. Denn eines ist klar: Der nächste Treffer ist nur eine Frage der Zeit. Wie man die Erde vor Einschlägen schützen kann, dazu gibt es viele Ideen. Ein Beispiel ist ein satellitengestützter Laser. Der Laserstrahl verdampft Material an der Oberfläche. Durch den Rückstoßeffekt wird der Asteroid langsam vom Kollisionskurs abgebracht. Eine andere Idee ist der Gravity Tractor. Ein massiv gebautes Raumfahrzeug wird neben dem Asteroiden geparkt. Allein durch die gegenseitige Anziehungskraft verbunden, schleppt die Sonde den Brocken mit Hilfe ihres Antriebs sanft aus seiner Bahn. Ein elegantes Konzept, das es sicher nie bis nach Hollywood schaffen wird. Es gibt noch ein eher robustes, aber vielversprechendes Projekt, mit dem Asteroiden auf Kollisionskurs abgefangen werden könnten. Forscher wollen den Weg freirammen. Als erstes wird eine Sonde losgeschickt, die dem Asteroiden entgegenfliegen und ihn so genau wie möglich vermessen und untersuchen soll. Die Daten verraten den Wissenschaftlern, mit welchem Gegner sie es zu tun haben. Dann startet der Kinetic Impactor. Ein fliegender Rambock. Das größte Problem ist, den Asteroiden exakt an der richtigen Stelle zu treffen, um die stärkste Wirkung zu erzielen. Im Idealfall bekommt der Asteroid den entscheidenden Impuls, der ihn vom Kurs abbringt. Um zu zeigen, dass ihr Plan funktioniert, wollen die NEO-Shield-Forscher am Ende einen echten Asteroiden in seiner Bahn beeinflussen, falls der Versuch finanziert wird.